Pangasaurus. Its popularity continues to rise thanks to the nickname Pinocchio Rex. This name is inspired by this Asian Tyrannosaur's long and thin snout. Und das war der Species Field Guide von dem, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Chansosaurus oder sowas. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ausgesprochen wird. Wir werden es aber gleich an ihn nochmal gemeinsam sehen. Das ist, glaube ich, auch der erste Species Field Guide von einem größeren Theropoden, oder? Bin mir unsicher, ob wir schon eine hatten. Ich glaube aber nicht. Da haben wir ihn, wunderschön. Da sieht man auch wieder diese coole Animation, wie die hier beide gleichzeitig rauskommen. Und hier haben wir auch den Namen. Chansosaurus. Ja. Chansosaurus. Schreibt gerne in die Kommentare, wie man den ausspricht. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Ich glaube, den Zaun haben wir auch noch gar nicht gesehen. Das ist, glaube ich, auch ein neuer Zaun. Aber wieder hier in der Taiga, in der schönen Berglandschaft. Ich finde das übrigens richtig cool, wie die hier immer gemeinsam aus dem Entwicklungslabor kommen. Changosaurus. Its popularity could... Der hat doch einen coolen Sound. Hört nochmal hin. Its popularity continue... Finde ich mega. Also der hat einen sehr, sehr coolen Schrei. Der sieht auch optisch cool aus. Ich kannte den auch so vorher noch gar nicht. To rise, thanks to the nickname Pinocchio Rex. This name... Der Pinocchio Rex. Okay. Sehr, sehr interessant. Hier sieht man dann wieder so Animationen, die gemeinsam so ein bisschen funktionieren. Das finde ich echt cool. Dadurch wirken die viel lebendiger und viel mehr so, als wenn die auch wirklich zusammen in einem Rudel halt leben. To the nickname Pinocchio Rex. Wunderschön diese Maserung. Guckt euch das mal an. Das Grün, so ein bisschen Orange mit drin. Und hier auch. Sieht aus wie so ein kleines Flammenmuster auf dem Rücken. Das ist so cool, was für Farben man so den Dinosauriern geben kann bei Jurassic World Evolution 2. Wunderschön sieht das aus. Ich finde, das Spiel wird auch optisch immer schicker. Und das war der Species Field Guide von dem Chansosaurus. Echt sehr schwer auszusprechen. Finde ich aber richtig cool. Ihr könnt jetzt ja mal eure Meinung zu dem in die Kommentare schreiben. Ich finde den sehr cool, kannte den vorher so auch noch gar nicht. Und ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.